Ja, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der laufenden Saison. Gibt sofort das Wort an Trainer Marc Wienisch. Ja, zunächst mal Gratulation an Salmer und Paul für den knappen Sieg. Also ich denke, in der ersten Halbzeit war Salmer sicherlich besser im Spiel. Da sind wir viel hinterhergelaufen, hatten viele Fehler im Aufbauspiel. Und wenn es auch für uns mehr als ärgerlich ist, dass wir kurz vor der Halbzeit das Gegentor bekommen haben, war die Halbzeitführung sicherlich verdient. Also sie haben ja noch einen Freistoß an die Latte und noch die eine oder andere gefährliche Situation. Wir hatten nur eine Chance eigentlich in der ersten Halbzeit. Wir haben es dann vorgenommen, dass wir in der zweiten Halbzeit das konzentrierter angehen. Auch nach vorne das versuchen besser auszuspielen. Das ist uns dann direkt nach der Halbzeit noch nicht so gelungen, aber ich denke, so ab der 60. Minute waren wir dann schon richtig gut im Spiel drin, hatten ja auch noch einige gute Chancen, um einen Ausgleich zu machen. Dass wir dann irgendwo uns auch Konterchancen einfangen, war klar, weil wir mussten offensiver werden, wir haben hinten gelegen. Wenn Salmer da das zweite macht, dann ist es natürlich früher entschieden, klar, aber das ist immer so im Fußball. Von daher, aufgrund der zweiten Halbzeit ist es für uns schon sehr ärgerlich, dass wir hier verloren haben, weil ich einfach der Meinung bin, dass das mehr drin war, so wie es gelaufen ist. Aber letztendlich, wenn wir es halt nicht schaffen, aus 4, 5 guten Chancen ein Tor zu machen, dann haben wir es vielleicht auch nicht verdient, was zählt, aus mitzulegen. Von daher nochmal Gratulation und viel Erfolg für die weitere Saison. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall, dann gebe ich das Wort an Pauli. Ja, das Spiel hat der Marco, glaube ich, schon ganz gut beschrieben. Und bei mir natürlich dann noch die Konterchancen clever ausspielt. Aber wenn man sieht, was wir heute eine Mannschaft am Platz hatten, wie alt die war, dann muss ich sagen, Hut ab für den Jungs, auch bei den Temperaturen, wie die marschiert sind. So, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt wollen wir nur aufpassen, dass nichts passiert. Das ist nicht das, was ich will. Gestern haben wir es sehr gut gemacht. Marco sagt, wir hatten viele Abspielfehler gehabt. Ich denke, die stehen daran, dass wir ganz gut attackiert haben. Dann ist es auch für die Gegner natürlich schwer, durch Mittelfeld zu kommen. Und da haben wir dann die einen oder anderen Fall abgefangen und auch gute Bälle vorne reingespielt. Gott sei Dank haben wir dann von der Halbzeit auf 1-0 gemacht. Und das freut mich besonders, dass Peter Schäfer das gemacht hat. Die Jungs kommen aus der Bezirksliga. Man sieht, dass er ab und zu noch nicht so traut, aber dafür hat mich besonders gefreut, dass er ein Tor geschossen hat. Insgesamt muss ich einfach sagen, wenn man sieht, mit was für ein Durchschnittsalter die Mannschaft da hat, ich glaube, in Salmer jahrelang nicht mehr der Fall, ich weiß nicht, überhaupt schon mal der Fall war, dann muss man sagen, Hut ab vor den Jungs, wie die das heute gemacht haben. Nur ich warte auch davor, jetzt hier zu viel zu verlangen von den Jungs, weil wir sind noch jung und da brauchen wir viel Geduld und ich persönlich bin erstmal zufrieden, mal unter Punkt haben, um in der Klasse zu bleiben. Da kann man weiter. Ich weiß ja, wie schnell der Team da geht. Alles super, nur wir brauchen zwei Mannschaften, die jetzt spielen, die ganzen Jungen schon da. Das wird ein ganz schön schwieriges Unterfangen, das alles richtig hinzukriegen. Aber trotzdem, wir wollen ja alle den Weg und dafür brauchen wir auch viel Geduld. Und man muss sich nur vorstellen, wir kommen zum Schluss aus dem Ding hinein, da sitzt nämlich alles wieder hier, macht so ein Gesicht, scheiße, scheiße. Ne, so kenne ich das ja. Von daher bin ich hundertprozentig einverstanden mit den jungen Spielern zu arbeiten, weil es auch Spaß macht. Die bringen ganz frische Wind rein. Man sieht halt einfach und man braucht halt nur ein richtiges Korsett für richtige Achse von älteren Spielern oder für Eltern, die sind jung, die sind aus 28, kein Alter. Da habe ich jetzt angefangen, Fußball zu spielen, richtig. Also von daher brauchen wir ganz logisch diese Achse und dann kann man immer junge Spieler da einbauen. Da bin ich auch sicher, wenn wir den Weg so weitergehen, werden es auch viele junge Spieler zulaufen aus der Region, die auch sehen, dass hier Jungs aus der Bezirksliga, aus der A-Jugend für uns selber in der ersten Mannschaft spielen, dann ist der Weg und den wollen wir weitergehen, aber da brauchen wir viel Spaß. Trotzdem nochmal an die Jungs, richtig krass, die das gemacht haben, ein bisschen ruhiger bleiben, 2-0 machen, hätten sich viele Wege noch sparen können. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen, Kollege Sven?
am Mittwoch schon in der englischen Woche für das nächste Spiel. Wie sieht jetzt der Trainingsplan aus? Modifiziert ihr da schon ein bisschen? Oder? Ja, wir werden jetzt morgen, heute, die Jungs gehen jetzt auslaufen. Morgen machen wir frei, am Montag trainieren wir mit denen, die gespielt haben, die sind lockerer, die anderen sind ein bisschen mehr machen. Und dann ist Dienstag nochmal Training, ganz normal. Und Mittwoch spielen, dann müssen wir gucken, wie weitergeht. Dann haben wir nochmal frei machen. Weil dann hat halt schon Kraft gekostet. Ne? Weil wir sind vorher das Wetter und wir müssen alle viel marschieren. Von daher habe ich auch gesagt, dass heute Abend keiner irgendwo hingeht. Von daher, also wenn einer einen irgendwo sieht, braucht anrufen. Sie kriegen eine Fußfessel. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Sven Alstrem hat schon angesprochen, englische Woche, sprich Auswärtsspiel am Mittwoch in Ludwigshafen. Dann wieder Heimspiel nächsten Samstag, wieder um 15.30 Uhr gegen Murlautern hier im Stadion. Schönes Wochenende allen. Vielen Dank.